Also hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich euch etwas über die Oberstufe erzähle. Also wie das jetzt ist in der 11. Klasse, was sich so verändert hat, was mich erwartet. Weil ehrlich gesagt, als ich nachgeguckt habe, gab es ja nicht so viele Videos dazu. Deswegen mache ich jetzt eins, weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht jemand helfen kann. Ich hoffe es zumindest. Und falls ihr euch wundert, dass es gleich ein bisschen anders aussieht. Ich hatte schon ein Intro, aber ich habe da zu welchem Grund auch immer super schnell geredet. Deswegen habe ich das jetzt nochmal neu aufgenommen und deswegen wird sich jetzt gleich nochmal die Szene ändern. Und ich würde sagen, fangen wir an. Ich habe hier auf meinem Handy dann Notizen gemacht und werde dann sozusagen ein bisschen erläutern, erklären. Ja. Also als allererstes ist es so, dass man alles für sich macht. Also man hat zumindest bei uns in der Schule so die Einstellung, dass man das ja wirklich für sich macht. Also man will guten Unterricht haben, man will auch vorbereitet werden, besonders in seinen LKs. Also es ist schon definitiv so eine andere Arbeitsatmosphäre. Für mich ist es jetzt noch ein bisschen anders, weil ich direkt in der Schule wohne und deswegen immer nach Hause laufen kann. Aber für die meisten anderen ist es auch so, dass während Freistunden machen die dann auch was Produktives, machen Hausaufgaben, lernen oder sowas. Und man merkt einfach, dass es ein anderes Arbeitsklima ist. Dann der nächste Punkt wäre eben, dass es zum Hausaufgaben, ich finde, es ist auch anders. Also in der Mittelschule war es so, es gab regelmäßig Hausaufgaben, so im mittleren Bereich würde ich sagen. Und jetzt war es so, am Anfang des Schuljahres gab es richtig viele Hausaufgaben. Also ich war erstmal total überwältigt, gleich am ersten Tag, wie viel man aufbekommen hat in den ersten Wochen, wie viel man zu tun hatte. Aber ich glaube, man kann Leute so beruhigen. Sobald die Klausurenphase losgeht, hast du eigentlich immer viele Hausaufgaben. Also zumindest ist es gerade bei uns so. Momentan habe ich fast gar keine Hausaufgaben mehr. Am Anfang war es wirklich wahnsinnig viel. Aber wenn man vielleicht so ein bisschen Angst hat davor, dass es so bleibt, das bleibt nicht so. Das legt sich auch alles wieder, das ist nur so am Anfang. Und der nächste Punkt ist dann auch, dass Planung und Organisation wahnsinnig wichtig sind. Das habe ich gemerkt, weil ich besonders am Anfang ziemlich gut organisiert war mit der Planung und allem. Also ich habe mir eingetragen, wann ich meine Klausuren habe. Ich habe nicht einen Tag vorher angefangen zu lernen. Einfach auch, weil es für mich so besser war, dass ich nicht so Stress habe. Und ich bin immer noch ein bisschen krank. Und ich habe auch zum Beispiel am Wochenende nochmal so ein bisschen wiederholt in den Fächern, wo ich nicht so ganz mitgekommen bin. Und das ist mir jetzt besonders auch gefallen, diesen Kontrast, weil ich in Mathe mich wirklich angestrengt habe und auch viel wiederholt habe zwischendurch. Und dadurch bin ich nach der Ferien direkt wieder reingekommen und habe jetzt 11 Punkte geschrieben, was für mich super ist. Ich freue mich darüber voll. Und in Chemie habe ich das leider nicht gemacht und ich habe gemerkt, dass es dann mir zum Verhängnis wurde. Also es war halt schon schwieriger, die Klausur zu lernen, weil mir einfach so Kleinigkeiten gefehlt haben, die ich schon vor einigen Wochen nicht verstanden habe, aber ich habe es halt nicht nachgearbeitet. Und das ist halt schon wichtig in der Oberstufe, dass man das dann macht. Und es ist auch gar nicht so viel, also so viel Arbeit, wenn man das regelmäßig macht. Man hat natürlich immer so seine Problemfächer und seine guten Fächer und es gleicht sich dann auch alles aus. Der nächste Punkt ist dann auch, dass man sich zu viele Gedanken macht. Und da gehöre ich definitiv dazu. Und mittlerweile, ich war schon immer eigentlich so, dass ich mir zu viele Gedanken gemacht habe. Und ich bin immer der Typ, der sagt, oh mein Gott, die Klausur lief so scheiße. Und meistens war es dann doch gut. Also ich glaube, da regen sich viele darüber auch bestimmt auf. Aber ich mache mir immer noch zu viele Gedanken, auch wenn ich mich ehrlich gesagt schon verbessert habe. Ich war schlimmer. In der 10. Klasse habe ich so langsam so angenommen, so okay, es zählt nicht, es ist nicht so schlimm. Und im Endeffekt hatte ich immer noch ein sehr gutes Zeugnis für fast nichts machen. Ich habe nicht viel gemacht, nur meine Hausaufgaben habe ich auch nicht gemacht. Ich habe für die meisten Personen wirklich nichts gelernt, außer für Mathe. Und jetzt ist es besonders so, dass ich auch bei Freundinnen merke, dass es krasser geworden ist. Und besonders die Q1 finde ich, also ich bin ja gerade bei Q1, finde ich ziemlich hart am Anfang, weil man da erstmal so reinkommen muss und es ist einfach total anders. Das ist wirklich ein Unterschied. Aber wenn man sich so langsam dran gewöhnt, dann ist es wirklich auch zum größten Teil eine Kopfsache. Besonders wenn man denkt, oh mein Gott, es ist so viel und oh mein Gott, ich schreibe jede Woche eine Klausur. Aber für manche Klausuren muss man eigentlich fast kaum was lernen, zumindest bei uns in Hessen oder bei uns an der Schule. Und für manche Klausuren muss man was wiederholen. Also, für Deutsch habe ich halt nur gut mitgemacht im Unterricht, aber meine Hausaufgabe auch nicht gemacht und habe die Klausur geschrieben, die lief super. Und deswegen kommt es auch drauf an. Und es ist auch okay, wenn die Noten schlechter werden. Ich glaube, das ist auch ein Problem von vielen, auch von mir. Ich habe mich in manchen Fächern verbessert, in anderen Fächern habe ich mich so ein bisschen verschlechtert. Also von einer 1 auf eine 2, was ich ziemlich schlimm fand am Anfang, aber mittlerweile denke ich mir, okay, ich meine, eine 2 ist eine super Note,
kann ich mich auch nicht beschweren. Aber das geht, glaube ich, einigen so und nicht nur vom 1- und 2-Bereich, sondern auch drunter. Aber das ist irgendwie auch normal, weil ich habe gemerkt, es kommt irgendwie, also in der Mittelstufe war es bei mir so, ich hatte so dieses Prinzip. Ich habe meine Sachen gelernt, vielleicht nicht alle Details, aber ich habe es gelernt und wenn ich da so kam und ich nicht wusste, was machen soll, alles hingeschrieben, was ging. Und irgendwie habe ich dann schon so meine gute Note bekommen. Manchmal habe ich einfach nur geschrieben, was ich wusste in Erdkunde und ich habe nichts gelernt für die Klausur. Und es hat trotzdem gereicht. Und das geht halt in der Oberstufe nicht mehr. Aber man merkt es dann, man kommt rein und man merkt auch, worauf die Lehrer achten. Und das bringt mich auch zum nächsten Punkt, mit den Lehrern zu sprechen. Weil, ich meine, du hast 1,5 Jahre. Und diese also 2 Jahre eigentlich, bin ich so 2,5, aber man hat ja diese 2 Jahre und dann ist es so, dass du die Lehrer, normalerweise hast du die Lehrer die ganze Zeit und ich stehe so oft bei Lehrern irgendwo hinten und frage noch mal was und wie ich mich verbessern kann oder so, weil, keine Ahnung, wen juckt's. So in der Mittelstufe hätte man, vielleicht macht es halt immer noch so als Streber abgestempelt oder vielleicht denken auch Lehrer, ich nerve sie, kann gut sein, weil tue ich auch zum Teil. Aber ich meine, ich bin 2 Jahre hier und es geht mir um mein Abi und es zählt ja alles, also kann ich auch ruhig mal öfters hinkommen. Wenn ich Fragen habe, dann mache ich das auch. Und ich habe das erste Mal probiert, also gemerkt, da war mir eine Sache nicht so ganz so klar. Und dann bin ich nachher schon nochmal hingegangen, habe gefragt und es war halt auch so eine Aufgabe in der Klausur. Und voll viele waren sich da nicht sicher. Ich wusste es ganz sicher, weil ich danach gefragt habe und es hat mir irgendwie so gezeigt, es lohnt sich. Und der nächste Punkt ist dann, es gibt auch strengere Bewertungen. Das habe ich eigentlich schon so ein bisschen erklärt. Also es funktioniert nicht mehr ganz so wie in der Mittelstufe, aber man muss da einfach abwägen, also gucken, wie die Lehrer so ticken und dann sollte das auch funktionieren. Und man braucht auch ganz wichtig so eine Auszeit, also mit Freunden oder ich weiß, beim US-Austausch dabei und zwar direkt aus der Klausurenphase zum US-Austausch wieder in die Klausurenphase. Aber ich habe gemerkt, dass mir das total gut getan hat und es war richtig schön. Ich hatte wahnsinnig tolle Zeit und meine Ferien waren auch wirklich toll und es hat sich gelohnt. Und es war nicht schlimm, dass ich in den Ferien nichts gelernt habe oder sonst was. Es war einfach wirklich schön und ich glaube, das braucht man einfach, weil man kann nicht die ganze Zeit lernen, irgendwann kann der Kopf auch nichts mehr aufnehmen. Und ich glaube, diese Annahme, dass man in der Oberstufe die ganze Zeit lernen muss, ist auch falsch. Ich habe das Gefühl, vorab, das ist wirklich so eine Kopfsache, okay, du denkst, du bist in der Oberstufe, du musst viel lernen, aber eigentlich musst du gucken, wie du klarkommst und ob du wirklich so viel lernen musst und ob das wirklich wichtig ist. Du musst ja auch nicht alles einbringen und dann kann man ja gucken. Und dann habe ich auch noch so aufgeschrieben, dass man sich so strikt an die Regeln halten soll. Das ist jetzt auch so eine Art Lerntipp. Also mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob das so eine dumme Sache ist, aber mir ist aufgefallen, dass wenn man sich einfach so strikt an die Prinzipien und Vorgaben hält, dann funktioniert das. Also in Französisch halte ich mich eben strikt daran, immer so Vokabeln zu lernen, die wir im Unterricht hatten und die in meine Texte einzubringen. Und ich halte mich immer daran, diese Linking Words, diese Verbindungswörter da so einzubringen. Und genauso habe ich mich in Deutsch genau diesen Erwartungshorizont gehalten, weil ungefähr weiß man ja, was drankommen muss und wie man das aufzubauen hat. Und wenn man sich weiß, dann verraten die Lehrer das eigentlich schon meistens in den Stunden und ich schreibe das immer auf. Und auch in Mathe war das so, dass man sich einfach strikt so an diese Vorgaben oder Regeln halten muss und dann funktioniert es. Und mein Mathelehrer hat uns auch mal gesagt, es ist einfacher, als man denkt. Und es stimmt wirklich. Und ich hatte eine Aufgabe in der Klausur, da war ich wirklich so erst am Feuer verzweifelt und dachte so, scheiße. Und dann dachte ich so, okay, stopp. Es ist einfacher, als man denkt. Und dann habe ich so gedacht, okay, einfach strikt nach den Regeln vorgehen. Und dann ging es dann. Habe ich die Aufgabe, ich glaube, ich hatte bei der Aufgabe sogar volle Punktzahl. Also, das geht auch klar. Und als letzten Punkt habe ich dann noch, dass man sich auch helfen kann und zusammen lernen kann. Zumindest bei uns in der Schule oder mit meinen Freunden mache ich das auch zum Teil, dass ich die Frage, ob wir das nochmal zusammen durchgehen können oder ob die mir das nochmal erklären über WhatsApp oder in der Schule oder zu Hause. Und mir hilft das wirklich extrem, besonders in Geschichte hat es mir geholfen, wenn ich so Zusammenhänge erkennen muss. Und auch wenn man mit verschiedenen Klassen redet, weil wir sind ja in Klassen, wir sind alle in verschiedenen Kursen. Und dann kann man sich natürlich auch weiterhelfen, weil der eine Lehrer das gesagt hat und der andere hat das vielleicht ein bisschen erklärt. Und dann kann man sich auch Lernzettel schicken. Und ich muss sagen, das bringt einem auch weiter. Und es hilft einem auch so, wenn man denkt, okay, man ist nicht so alleine. So, jeder macht das gerade. Und wie gesagt, ich mache in Hessen, also ich bin Hessener Oberstufe. Ich glaube, im Verhältnis ist es so relativ einfach bei uns als in anderen Bundesländern. Aber prinzipiell sind das so die Dinge, die sich für mich in der Oberstufe verändert haben. Und ich hoffe, das Video konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Es gibt nicht so viel davon auf YouTube, deswegen wollte ich es auch selber machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.